Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen eine Runde mit Nancy Wheeler, ebenfalls aus dem Stranger Things DLC. Ich habe sie nicht gelevelt, sie ist Level 1. Ich level aktuell den Killer ein bisschen hier auf dem PTB. Und deshalb habe ich nur ein Perk dabei, eines ihrer lehrbaren Perks. Und ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Ich glaube, innere Kraft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der Survivor hier neben mir hat sogar Beweise, die ich dabei. War da gerade jemand? Ist da gerade am Fenster? Ah ja, war aber scheinbar eine andere Nancy. Okay, also, was macht diese Fähigkeit, die ich habe? Ich muss ein Totem wegmachen. Ich glaube, es muss kein verfluchtes Totem sein, also irgendein Totem einfach. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich mich danach, wenn ich mal verletzt bin, 10 Sekunden in einen Schrank stellen und zack, dann bin ich hochgeheilt. Also, schauen wir mal, ob wir das benutzen können, ob wir das hinkriegen. Und wir gucken mal, ob wir ein Totem finden. Denn das ist ja die Grundvoraussetzung dafür. Habe ich hier gerade? Nee, doch nicht. Gott, habe ich ein Schwein. Oder in diesem Falle eine Kuh. Na gut. Totem, ich suche ein Totem. Der Typ war echt blind. Also da habe ich wirklich Schwein gehabt, dass ich da einfach auf einen T-Rex getroffen bin. Ja, ich habe mich nicht bewegt und er hat mich deswegen nicht wahrgenommen. Ach, guck mal, direkt Ruin. Umso besser. Dann können wir auf jeden Fall einmal uns hochheilen demnächst, wenn wir. Ist da vorne so ein Portal? Können wir uns beim nächsten Mal hochheilen, wenn wir verletzt sind, indem wir in einen Schrank gehen für 10 Sekunden. Ist halt schneller, als wenn man sich durch einen Mate hochheilen lässt. Und deutlich schneller, als wenn man sich selber heilt. Zusätzlich muss noch nicht mal irgendjemand einem zur Hilfe eilen oder so. Ist ein interessantes Perk. Ob es jetzt zur Meta wird, wage ich einfach mal zu bezweifeln. Aber ist auf jeden Fall ganz lustig. Und vielleicht sorgt es ja dafür, dass die Survivor dann. Hast du den anderen gesehen? Ja. Vielleicht sorgt es ja dafür, dass die anderen Survivor dann auch häufiger mal Totems machen. Lassen wir uns überraschen. Wir gehen erstmal hier an einen Generator ran. Lustig wäre es auch, wenn man Token so sammeln könnte. Also quasi, du machst ein Totem und dann kriegst du ein Token drauf. Und so oft kannst du dich dann im Schrank heilen. Ist natürlich immer so die Frage, ja, ist das denn nicht ein bisschen zu stark? Wahrscheinlich haben sie es deswegen nicht gemacht. Aber das würde dafür sorgen, dass die Leute immerhin weiterhin die Totems machen. Jetzt kann es auch gut sein, so dass sie sich denken, so, nö, ich lasse die anderen Totems mal einfach stehen. Denn ich will ja, dass Nancy sich möglichst häufig hochheilen kann. Ansonsten ist es ja immer ein bisschen schade. Da hast du einen Perk dabei und dann kannst du es nur einmal benutzen oder so. Gut, danke übrigens für die Hinweise, die ihr mir da gegeben habt unter dem letzten Video von gestern, wo ich den Demogorgon gespielt habe. Ich hab nicht gewusst, dass sich wie heißt das nochmal? Die Portale quasi erst aktivieren müssen, indem ich einmal durchgehe, bevor ich die Auren sehen kann. Das wusste ich nicht. Dankeschön für den Hinweis. Wer das noch nicht wusste, der weiß es jetzt auch. Ja. Er hat gerade eines seiner Portale benutzt. Und dann könnten wir gleich mal. Ich meine, ist natürlich heftig, wenn du das Portal jetzt neben den Haken legst. Und dann angezeigt bekommst, wenn sich ein Survivor nähert. Das ist halt quasi wieder so Camping, ohne dass du campen musst. Wenn ihr wisst, was ich meine. Gut, wir rennen mal rüber. Schauen, ob wir helfen können. Ich hoffe, dass da kein campender Demogorgon zu sehen ist. Na? Er geht da oben rein. Ich renne jetzt mal rüber. In der Hoffnung, dass wir helfen können. Okay. Der hat hier doch irgendwo. Oder? Hat er? Hat er oder hat er nicht? Da hat er es. Okay. Dann muss ich leider los. Ach, da ist er. Du willst mich ja wohl nicht anspringen, du Schlingel. Ich frage mich, ob das ein neuer Killer ist. Also, ob der Spieler, der den Demogorgon gerade spielt, neu ist.
ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass der nicht ganz so sicher ist. Aber hey, Nancy ist einfach cooler, Leute. Da ist ein... Ach, guck mal. Oh, da ist der Disconnect. Ach, Mensch, Leute, da ist der Disconnect. Was ist da los? Einmal mit Profis, das gibt's aber nicht. Nun gut, okay. Wir hätten leider... Also, wir haben keinen Pip bekommen, weil wir gar keine Killer-Interaktion so wirklich hatten. Und ja, gut, die Runde wurde jetzt auch vorher abgebrochen. Oh, mit Abstand haben wir aber die... Doch, der ist schon Rang 9 gewesen. Okay, wirkt er erst so, als ob er ein komplett neuer Spieler irgendwie gewesen wäre, fand ich so von seinem Movement her und so weiter. Ja gut, Leute, ich glaube, so können wir es nicht stehen lassen, oder? Machen wir noch eine Runde mit Nancy. Bis gleich. Yo, weiter geht's. Wir sind mit Nancy unterwegs. Wir haben die Taschenlampe wieder dabei und wir haben ansonsten das Perk dabei, mit dem wir auch eben gerade gespielt haben. Erstmal gucken wir, ob wir hier was anderes aus der Kiste suchen, gezogen bekommen. Vorne hätten wir einen Generator. Ich bin sehr gespannt. Ah, nice. Ja, warum nicht? Das können wir mal benutzen. Da ist er schon. Geht aber wieder weg. Okay. Dann fangen wir mal an zu reparieren. Ich muss ein bisschen aufpassen mit diesen... Portalen, ja? Irgendwie, oh, shit. Ja, moin. Dann hauen wir mal ab hier. Also. Da läuft doch glatt eine Mag in unsere Richtung. Ich überlege, ob wir erstmal hier jetzt kurz warten, um gleich helfen zu gehen, gegebenenfalls. Nee, okay. Wäre wahrscheinlich das Beste gewesen. Gut, dann können wir erstmal hier ein bisschen geiern. Müssen nur ein bisschen aufpassen. Ich habe noch kein Totem zerstört. Das heißt, hochheilen im Schrank. Fällt jetzt aktuell noch flach. So, hinten wurde ein Gen gemacht. Er hat sich geportet. Da vorne ist sein komisches Ding. Okay, nice. Ich kann nicht glauben, dass er mich nicht getroffen hat gerade. So, ich mach mal eben sein Portal hier kaputt. Ich habe jetzt dieses Ahnungslos. Ich weiß gerade gar nicht so genau, was Ahnungslos macht, ehrlich gesagt. Der hat den Skillcheck verkackt. Das müsste ich gleich auch nochmal nachlesen. Ich habe das gestern schon mal nachgelesen, aber ja, irgendwie habe ich es wohl wieder verdrängt. Schande auf mein Haupt. Es gibt ja auch den neuen Status von den Killern, dass sie keinen Terrorradius haben und kein rotes Licht mehr, das anzeigt, in welche Richtung sie schauen. Das ist quasi... Hier, guck, sie hat auch... Die Hydra hat jetzt auch dieses Ahnungslos, glaube ich, gerade drauf, oder? Bin mir nicht sicher. Ich bin neu in diesem Spiel, Leute. Tut mir leid, ich kenne mich nicht aus. So, der David geht wahrscheinlich wieder geiern. Und wir gehen mal hier oben ran. Jetzt habe ich noch gar keinen Totem gefunden, ey. Wie soll ich mich denn hochheilen? Hallo? Kriegt man eigentlich ganz normal die Punkte für, Leute? Ich weiß es auch nicht. Müssen wir nochmal alles herausfinden. Wie gesagt, Public Test. Ich bin normalerweise auch gar nicht so lange auf dem Public Test. Gestern habe ich allerdings, beziehungsweise für euch schon vorgestern, ich habe nicht ganz so lange gestreamt, weil Hundi Aufmerksamkeit wollte und ich dann ein bisschen früher aufgehört habe. Ich glaube, wir haben nur 2,5 Stunden gestreamt und deswegen will ich heute Abend, also für euch gestern Abend, nochmal streamen. Auch nochmal so 2-3 Stündchen vielleicht und dann denke ich, werde ich meinen Hintern auch langsam wieder auf die normale Version rüber bewegen. Denn Jane will ja noch fertig gelevelt werden. Hab da ja noch ein bisschen was zu tun. Aber ich finde es interessant, dass diese Fähigkeit vom Demogorgon so schlecht erklärt wird in den
im Hauptmenü quasi, wo du sehen kannst, was er für Fähigkeiten hat. Da steht das überhaupt nicht, dass man erst das aktivieren muss, indem man mit dem Portal, also indem man das Portal benutzt und bliblablub. Das hätten sie da ruhig mal mit reinschreiben können. Oder vielleicht steht es auch wieder in der englischen Version und in der deutschen Version dachten die sich so, oha, das war aber ganz schön. Der wurde ja krass weggetunnelt, fällt mir jetzt erst auf. In der deutschen Version dachten die sich dann so, uns doch egal. Was interessiert mich das? So, Grants, wo ist denn mal ein Totem? Nancy. Such dir doch mal ein Totem raus. Vielleicht hier? Nee. Ach, Mann, ich will doch nur mein Perk aktivieren. Das gibt's doch nicht. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn du wie so ein Bekloppter über das ganze Schlachtfeld rennst. Da vorne links habe ich eins gesehen. Dann schnappen wir uns das doch mal eben. Wenn du über das ganze blöde Schlachtfeld rennst und einfach kein Totem findest. Naja. Gut. Oh, da vorne. Kommt der Killer, glaube ich. Ist das eigentlich ein Killer, Leute, oder ist das jetzt eher ein Monster? Ich weiß ja nicht. Ja, okay, guck mal, reicht, wenn wir so einen Totem zerstören. Ach ja, aber irgendwie finde ich es auch cool, dass sie mal so ein bisschen was anderes ausprobieren. Gab es ja auch noch nicht sowas wie, mach ein Totem kaputt und dann ist deine Fähigkeit aktiv. Mal schauen, vielleicht überlegen sie sich ja noch so ein paar Sachen in die Richtung. Die Survivor haben auf jeden Fall noch einen Grund weniger dann zu meckern, von wegen, der Killer hat Nöte dabei. Tja, hättet ihr mal die Totems gemacht oder hättet ihr halt diese Fähigkeit dabei, von der ich mal wieder vergessen habe, wie sie heißt. Mann, ich wusste es doch vorhin noch. Naja, wir können uns die Fähigkeiten auch gerne nochmal alle anschauen nach dieser Runde, die von Nancy. Vielleicht haue ich einfach nochmal ein Video mit Steve raus. Dann haben wir alle drei Chars einmal gesehen. Dann sollte jeder zufrieden sein. Ich habe ja in der Vergangenheit nicht ganz so häufig mit den Survivern gespielt auf dem PTB, weil für mich, ich denke mir dann irgendwie immer so, ja, es sind halt einfach nur Skins. Also eigentlich ist es auch scheißegal auf gut Deutsch, ob ich jetzt mit Mac oder Feng oder halt eben mit Nancy oder Steve spiele auf dem PTB. Der einzige Unterschied ist, dass diese Chars hier, oh, hier vorne, dass diese Chars hier halt noch gar keine Fähigkeiten haben. Und das natürlich irgendwie, naja, nicht ganz so cool ist für uns. Mach ich den jetzt fertig? Dann weißt du, wo ich bin. Ich lasse es mal eben. Da hat er sein scheiß Portal wiedergelegt. Ja, das ist so. Ich hoffe halt, das ist doch echt ätzend. Ich hoffe halt, dass der Killer nicht allzu campy gespielt wird. Ihr seht halt, man kann schon sich das sehr leicht machen, indem man einfach die Portale dann immer dahin legt. Da ist er rückwärts gegangen. So, wir hauen ab. Das ist natürlich auch ein geiler Counter gegen Zerfleisch, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Die Fähigkeit, die wir jetzt dabei haben. Kann er springen? Oh, scheiße, hier ist nichts. Oh! Ach, verdammt. Die Fähigkeit, die wir haben, ist schon mal ein geiler Counter, auch wieder gegen Zerfleischt oder gegen Chlorophobie oder gegen irgendwie solche Sachen. Ach, guck mal, er will uns nicht in den Keller bringen. Ich finde ja immer, der bewegt sich wie so ein Riesengorilla irgendwie. Keine Ahnung. Ich finde, das sieht immer sehr lustig aus, wie der sich fortbewegt. Ja, Nancy, das war leider nix. Zack, da haut er ihr nochmal einen rein. Oh, hat aber nicht getroffen. Der wollte... Ah ja, jetzt hat er... Ich glaube, der wollte sie anspringen. Sie da hinten, es wäre nett, wenn sie mir helfen würden. Ist der Gen auf 99? Nee, scheinbar nicht. Ach, komm schon. Zweite Person ist da. Ja, er hat doch gesehen, dass die andere gejagt wird. Hallo? Oh, Leute, das wird nichts mehr. Oder? Hat der Killer Barbecue auch noch dabei? Das wär's. Ich weiß nicht, was der Mate da hinten macht. Du hast Nancy auf dem Gewissen. Oder du hast Nancy's auf dem Gewissen sogar. Wenn du dich jetzt hier nicht herbewegst. So, der PTB. Come on, gönn dir doch. Ich probiere jetzt einmal, mich abzuhängen. Das gelingt uns leider nicht. Und der andere rennt jetzt da hinten hin, wird dabei aber leider erwischt.
Ja, ich gehe davon aus, dass dann jetzt das gewesen ist. Schade. Komisch. Ich weiß nicht, warum er auf Krampf den Gen machen wollte. Hat jetzt leider nicht so viel gebracht. Naja, okay. Auf dem TTB spielen die meisten sowieso irgendwie relativ merkwürdig. Also noch merkwürdiger als sonst, wollte ich damit sagen. Na gut, komm. Wir sind tot. Ich kann mich auch sterben lassen. Da brauchen wir jetzt nicht extra kämpfen. Ich zeige euch nochmal die drei Fähigkeiten, die mit Nancy ins Spiel kommen werden. Die erste habt ihr ja schon kennengelernt. Auf Stufe 3 braucht man auch nur, ich glaube, 8 Sekunden in einem Schrank verweilen, damit man hochgeheilt wird. Aber wir schauen es uns einfach jetzt nochmal ganz in Ruhe an. Dazu gehen wir wieder in den Kill Your Friends Modus, beziehungsweise inzwischen heißt es ja anders. Inzwischen heißt es benutzerdefiniertes Spiel. So, komm schon. DBD. Dankeschön. Ah, hier mal ein bisschen schneller machen. Benutzerdefiniertes Spiel. Und dann switchen wir rüber zu der guten Nancy und schauen uns, das ist die innere Kraft, das hier ist von Steve. Jetzt muss ich mal schauen, welche denn von ihr sind. Das hier ist noch von ihr, das weiß ich. Und zu guter Letzt ist was noch von ihr? Das ist auch, das hier ist, glaube ich, von ihr. Ja, das sind die drei Fähigkeiten von ihr, Leute. Also, innere Kraft, so heißt es. Das habt ihr jetzt ja schon quasi mitbekommen. Wenn ihr verletzt seid, 8 Sekunden in den Schrank reingehen. Vorher müsst ihr ein Totem zerstört haben, damit das aktiviert wird. Und es zählt nicht, wenn ihr gebrochen seid. Gebrochen ist, wenn ihr zum Beispiel jetzt euch selber vom Haken befreit oder so. Oder wenn ihr halt mit kein Gejammer unterwegs seid, ja, da könnt ihr euch dadurch auch nicht hochheilen, logischerweise. Das zweite, was sie dabei hat, ist fixiert. Wenn du dir ein Ziel gesetzt hast, gibt es kein Zurück mehr. Dann ist es besser, um Vergebung zu bitten, anstatt um Erlaubnis. Du kannst die ganze Zeit deine eigenen Katzspuren sehen und bist du unverletzt, gehst du 20% schneller. Also, man kann selber seine Katzspuren sehen. Weiß nicht, klingt im ersten Moment erstmal so, naja, aber es ist gar nicht mal so schlecht, wenn man sich zum Beispiel irgendwo verstecken will und dann drauf achten kann, ob die Kratzspuren noch zu sehen sind oder nicht. Ich glaube nicht, dass das hier häufig genutzt wird. 20% schneller gehen, wenn man unverletzt ist, ist auch ganz praktisch, aber ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin sehr gespannt, ob das genutzt wird. Ich habe das jetzt selber noch nicht ausprobiert. Doch, ich habe es einmal im Stream ausprobiert. Aber eher durch, ich wollte eher mal sehen, wie das ist, seine eigenen Kratzspuren zu sehen. Kann man so ein bisschen besser nachvollziehen, wie der Killer halt einen findet oder ob er einen finden kann und so weiter. Schneller gehen, ja, ich meine, meistens, wenn man nicht gesehen wird, rennt man eh. Und wenn es in eine Situation kommt, wo man sich verstecken muss, dann duckt man sich meistens. Schwierig, ich bin gespannt auf fixiert. Also ich glaube, die innere Kraft, das könnte schon sein, dass der ein oder andere sich denkt, ja, nice, nur 8 Sekunden zum Hochheilen, das ist ja immerhin die Hälfte von der Zeit, die man benötigt, wenn man selber hochgeheilt wird. Wenn der Killer dann auch noch sowas wie schlampiger Schlachter dabei hat oder halt ein Addon, was einen in den gebrochen, wie heißt denn das andere nochmal? Das heißt nicht gebrochen, in den, ihr wisst, was ich meine, in den Status versetzt, dass man halt sich langsamer hochheilen kann, dann ist das ein ganz guter Counter, weil man davon nicht betroffen ist. Und zu guter Letzt hat sie noch besser gemeinsam. Du willst Gerechtigkeit und die Wahrheit aufdecken, egal welche Hürden dich davon abhalten könnten. Die Aura des Generators, den du gerade reparierst, wird allen anderen Überlebenden innerhalb von 32 Metern angezeigt. Bringt der Killer einen Überlebenden zu Boden, während du einen Generator reparierst, siehst du 10 Sekunden lang die Auren aller anderen Überlebenden. Ist gar nicht mal so schlecht. Die Leute wissen zum einen, wo jemand einen Generator macht. Das heißt, es gibt zwei Informationen. Sie wissen, wo ein Generator steht. Gerade auf Maps wie Larry's oder auf der neuen Map kann das sehr, sehr gut von Vorteil sein. Und zweitens, sie wissen auch, dass dort jemand am Generator ist. Das heißt, wenn ich vielleicht verletzt bin und jemanden brauche, der mich hochheilt, dann kann dieses Perk einem auch dabei helfen, dass er zu dir findet, ja. Auf der anderen Seite, die 10 Sekunden lang die Auren aller Überlebenden sehen, ist jetzt auch nicht so verkehrt. Denn vielleicht, wenn der Killer jetzt jemanden dann direkt aufhängt, kann man auch dann sehen, wie die anderen reagieren. Rennt schon jemand hin? Ist jemand vielleicht näher dran als ich? Man hat halt dann einfach so ein bisschen die Entscheidung, die wird ein bisschen leichter gemacht. Gehe ich jetzt weg von dem Generator oder repariere ich lieber den Generator weiter, weil ich eben alle anderen Leute sehen kann. Ja, das sind die drei lehrbaren Perks von Nancy, Leute. Ich würde sagen, wir spielen auf jeden Fall auch nochmal eine Runde mit Steve und dort schauen wir uns dann auch seine lehrbaren Perks an. Dann haben wir alles schön sortiert und jeder kann sich dann das so anschauen, wie er lustig ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Ich finde, Nancy guckt immer so ein bisschen griesgrämig.
So, jetzt, also jetzt so ein bisschen so, oh, ängstlich, ihr ist kalt und so weiter, aber manchmal guckt sie auch so, jetzt hier so, ETF, was will der von mir? Moderier doch endlich ab. Bende endlich das Video, Grants. Ah! Okay, ich beende das Video. Nancy, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.